Die Beamten sind in Zivil unterwegs. Ihr VW Passat ist unauffällig, hat aber 150 PS unter der Haube. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Warum brauche ich eine Bodenfreiheit von 11, 13 Zentimetern? Wozu? Was ist daran nicht sicher, wenn ich mein Auto tiefer lege? Wofür werden Tieferlegungsfedern die Verlegungsfahrwerke gebaut? Ist es Quatsch? Nein, doch. Jetzt müssen wir hochschrauben, damit wir heute noch nach Hause kommen. Wir haben noch 1000 Kilometer zu fahren.